Herr Göttler, nach Windows 8 kommt jetzt direkt Windows 10. Worin zeigt sich dieser große Sprung nicht nur im Namen? Mit Windows 10 schaffen wir es erstmals, die verschiedenen Betriebssysteme, die es bei einer Microsoft gab, sprich das Betriebssystem für die Xbox, für das Phone oder eben das klassische Windows für den Desktop, zu vereinheitlichen. Ein Betriebssystem über alle Geräteklassen, vom Internet of Things Sensor bis hoch zum Surface Hub. Und das ist der Grund, der Sprung war so groß, das ist der Grund, warum wir gleich auf den Namen Windows 10 gegangen sind. Und wie profitieren Unternehmen besonders davon, von diesem neuen Windows 10? Dieses Konzept einer Plattform über alle Devices ist ziemlich mächtig. Ja, das geht los bei dem Thema einheitliches Bedienmodell. Wir haben mit Windows 10 eine Lösung geschaffen, die sowohl unseren Windows 7 als auch den Windows 8 Kunden am ersten Tag zum Experten macht. Und das Spannende ist, wenn ich Windows 10 dann auf meinem Notebook einsetze, dass ich ein ähnliches Bedienmodell auch auf dem Surface habe oder auf der HoloLens oder auf dem Phone habe. Unternehmen werden insbesondere davon profitieren, dass die Kosten für Management, für das große Thema Security als auch für das Thema Deployment signifikant sinken werden. Und Sie damit mehr Investitionskraft für wettbewerbsrelevante Themen haben. Sie haben gerade das Stichwort HoloLens genannt. Wie sieht in Bezug auf die neuen Devices da die weitere Reise zum Arbeitsplatz der Zukunft aus? Ich versuche mal mit dem Rückblick zu starten. Ja, das Modell, wie ein Mensch mit einer Maschine interagiert, hat in der Vergangenheit immer wieder Trends in der Technologie, in unserer IT-Industrie beschleunigt. Das ging los mit der Maus. Kein Mensch kann sich heute mehr vorstellen, ohne Maus am Desktop zu arbeiten. Der nächste große Trend war Touch, der für eine sehr schnelle Verbreitung gesorgt hat. Und der dritte große sind noch natürlichere Bedienmodelle, die weniger Lernen des Menschen erfordern. Und das sind vor allem Sprache und Geste. Und beides wird in der HoloLens, aber auch in den anderen Windows-Geräten zur Verfügung stehen. Das heißt, mit Cortana kommt eine intelligente Sprachsteuerung, die nicht nur Websuche ist, sondern ein echter Assistent, mit dem ich einen Dialog führen kann. Und mit HoloLens schaffen wir es, dass dieser Screen, der ja die ganz normale Begrenzung ist zwischen Mensch und Maschine, dass wir die obsolet machen. Das heißt, die HoloLens erlaubt mir, eine virtuelle Welt auf meine reale Welt zu projizieren. Und das Spannende ist, welche Use Cases leiten sich daraus ab. Da gibt es im Consumer-Umfeld tolle Gamer-Beispiele. Im Business sind die Anwendungsszenarien sehr viel ernsthafter. Da ist ein Anwendungsbeispiel zum Beispiel Service. Ja, und das geht von, Sie sind ein Möbellieferant und der Konsument möchte in Ihrem Verkaufsraum bereits sehen, wie schaut denn mein Wohnzimmer aus, wenn ich dieses Sofa in weiß, rot, schwarz kaufe. Ich kann, wenn ich ein Auto kaufe, um das Auto herum marschieren, habe eine ganz andere Möglichkeit eines Car-Konfigurators. Ja? Wie schaut denn mein BMW in schwarz-blau-lila aus? Und die meisten Anfragen bekommen wir wirklich aus wartungsintensiven Jobs. Das heißt, es gibt Firmen, die schicken heute ihre Techniker nach Japan, nach Australien, um Geräte und Maschinen zu reparieren. Und das kann ich in Zukunft fast vermeiden, indem ich eine HoloLens beilege. Herr Göttler, was macht denn die Zusammenarbeit von Microsoft und der CANCOM so erfolgreich? Oh, da gibt es viele Aspekte. Ja. Das ist, mit CANCOM haben wir einen Partner, der selbstständig in die Zukunft denkt. Ja. Das ist, die CANCOM ist eine der Firmen, die frühzeitig das Potenzial von Cloud erkannt haben, die hybriden Modelle zwischen Cloud, der eigenen CANCOM Cloud in Kombination mit Microsoft Cloud. Und ähnlich ist es aber auch auf anderen Themen, wie zum Beispiel den Devices im Kontext von Surface oder anderen Windows-Geräten. Vielen Dank.